One, two. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Wilsberg. Kannst du mich abholen? Abholen? Wo? Warum? Hier im Löwen. Weil mein Wagen noch bei dir steht. Und, weil ich auch schon ein bisschen viel getrunken habe. In 10 Minuten? Und sonst, Alter? Was geht? Was soll schon gehen? Wenn du der Arsch vom Dienst bist. Hau weg. Wahrscheinlich übertreibst du ein bisschen, oder? Mann, Ernie. Wenn was nicht klappt, wer war's? Oberbeck. Und wenn es klappt, wer war's dann? Frau Kriminalhauptkommissarin von und zu Anna Springer. Einer geht noch, einer geht noch rein. Einer geht noch, einer geht noch rein. Die können wir gleich. Ich muss noch kurz auf die Toilette. Liegt aber auch immer ein bisschen an einem selber, ne? Wieso? Naja, du bist unorganisiert, schusselig, unkonzentriert. Noch was? Mann, Overbeck, ich glaub doch an dich. Du musst halt nur mal eine Riesennummer machen. Irgendwas, wo jeder sagt, hey, wow, Overbeck, wie hat er das denn gemacht? Sowas. Was soll das denn für eine Riesennummer sein? Keine Ahnung. Die Mafia hochnehmen. Die Mafia. In Münster. Mensch, Ecki. Beeil dich. Unter Druck kann ich gar nicht. Ich höre das jetzt zum tausendsten Mal. Das passiert nicht wieder. Jetzt wird alles anders versprochen. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Ich habe sie nicht getroffen. Ja. Was ist das hier? Eine SMS von dieser Sonja. Happy Birthday, das, deine Muschi. Das ist... Was soll ich sagen? Das ist ein Geburtstagsspaß. Keine Ahnung, was das soll. Du glaubst gar nicht, wie sehr mich das alles anwidert. Ich hab... Hey, grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Ihr seht toll aus. Ich bin gleich da, ja? Okay. Ich habe sie gestern einmal getroffen, aber das war beruflich, okay? Es ist einfach nur noch ekelhaft. Ich hasse dich. Du, die ganze Bude ist voll mit Leuten. Mach jetzt hier keinen Skandal. Deine Leute interessieren mich einen Dreck. Anna, bitte, jetzt bleib hier. Was ist? Wir müssen reden. Das ist wichtig. Sag mal, merkst du eigentlich nicht, dass du störst? War was? Ich war mal mit ihr zusammen. Mit wem? Mit Hanna, Lenovs Frau. Der Ehefrau deines Kollegen? Ist schon lange her. Da waren die noch nicht verheiratet. Aha. Und sie war natürlich die Liebe deines Lebens. Vielleicht. Du ihre auch? Ich weiß nicht. Ich hab's ihr nie gesagt. Na dann. Das kam von da. Hanna. Ich hab ihn gerade gefunden. Ich war das nicht. Overbeck,
Ja, kenne ich. Bin schon unterwegs. Sorry. Muss los. Ich dachte, du hast heute frei. Bereitschaft. Darfst du noch fahren? Hab eine Sondergenehmigung. Gilt bis 3 Promille. Kriminalkommissar Overbeck meldet sich einsatzbereit. Haben Sie was getrunken? Vicky, provoziere Overbeck nicht unnötig. Lass ihn einfach seine Arbeit machen. Sie haben überhaupt nichts zu sagen. Aber er hat doch was getrunken. Ja. Wo ist denn Ihre Chefin? Kriminalhauptkommissar und Springer sind Präsidium. Ich soll hier die üblichen Schritte einleiten. Üblichen Schritte? Klare Sache, das Übliche. Ist das die Frau des Toten? Anna Lenow. Die Kollegen von der Einsatzleitung sagten, dass sie die Waffe in der Hand hatte? Aber wir haben nicht gesehen, wie sie geschossen hat. Ecki war auf Lenows Geburtstagsfeier. Da haben die beiden sich heftig gestritten. Moment mal, das hast doch nur du mitbekommen. Na ja. Mord aus Eifersucht. Ja, ich denke, die Fakten sprechen für sich. Die Frau kommt mit aus Brasilien. Und warum sollte ich das tun? Weil Hanna unschuldig ist? Klar. Sie steht da, die Waffe in der Hand vor ihr, der frisch erschossene Ehemann. Sie hat ein Motiv, aber sie ist unschuldig. Und warum? Weil du vor Jahren mal unsterblich in sie verliebt warst. Ja, genau. Und deswegen kenne ich sie auch ein bisschen besser als du. Sie ist ein guter Mensch. Sie könnte nie jemand umbringen. Niemals. Wenn das so ist, dann hat sie auch keine Schmauchspuren an der Hand und dann ist ja alles gut. Anna und Overbeck ermitteln doch jetzt gar nicht in eine andere Richtung. Bei denen ist Hanna hoffnungslos verloren. Georg, wenn es überhaupt jemanden gibt, der ihre Unschuld beweisen kann, dann bist du es. Ich würde ja zu gern wissen, was die da reden. Ein Knopfdruck und wir können mithören. Ist ganz einfach. Overbeck. Ich war nach dem Streit ziemlich aufgebracht. Aber deswegen bringt man keinen Menschen um. Sind Sie direkt zum Parkplatz? Nein. Ich bin total kopflos rumgelaufen. Ich war völlig planlos. Und die Waffe? Als wir kamen, hatten Sie eine Waffe. Woher hatten Sie die? Ich weiß es nicht mehr. Das werden Sie erklären müssen. Aber an Sonja können Sie sich erinnern. Woher wissen Sie das? Ich weiß es. Also. Sonja Fenlo ist eine Immobilienmaklerin. Hatte ihr Mann Feinde, beruflich vielleicht? Das kann sein. Matthias hat viel von zu Hause aus gearbeitet. Könnte ich mir das Arbeitszimmer mal ansehen? Natürlich in Begleitung Ihrer Anwältin. Wonach suchen wir denn überhaupt? Tja. Vielleicht das hier. Eine Zeitung. Wahnsinnig ungewöhnlich. Naja, ist das einzige Exemplar hier im Raum. Ist 14 Tage alt und es fehlt fast alles bis auf den Lokalteil. Und? Lenow hat hier ein paar Namen notiert. Hassan Grigorjev, Bogdan Nikolov, Mitko Popescu und dann steht hier noch Hasenberg. Hassan Grigorjev? Das ist doch ein Mandant von mir. Ein Mandant? Ja, ein Bulgare, der hier als EU-Bürger auf Hartz IV geklagt hat. Die anderen auch? Nee. Meinst du, dass alle Bulgaren Hartz IV bekommen, oder was? Georg, das ist Rassismus. Sagt die Antidiskriminierungsbeauftragte. Genau. Und wo bitteschön liegt jetzt dieses Mordmotiv? Lenow war Eckis Kollege. Vielleicht finden wir in seinem Büro mehr. Nichts. Nur alltäglicher Routinekram. Kein Nikolov, kein Grigorjev und auch kein Hasenberg. Was machen Sie denn hier in Lenows Büro? Ja, wir suchen seinen Mörder. Aber den hat man doch schon. Seine Frau hat's getan. Soll es getan haben. Wie auch immer, jedenfalls ermitteln hier schon genug Leute. Vorhin war das LKA bei mir. Das LKA? Bei einer Eifersuchtstat? Sie verstehen das nicht.
Lienhoff, er war kein normaler Steuerfahnder. Sondern? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist streng vertraulich. Naja, auf jeden Fall hat er viel mit Ausländern zu tun. Dann wissen Sie es also doch schon. Ja. Hm. Ja. Lienhoff hat undercover fürs LKA gearbeitet. Auf jeden Fall wissen Sie das nicht von mir. Nein. Seit wann arbeitet denn ein Steuerfahnder undercover? Sie verstehen die Materie nicht. Gerade Berufsgangstern kann man nur selten Straftaten nachweisen. Aber man kriegt sie oft mit Steuerdelikten dran. Hier in Münster? Ja. Das organisierte Verbrechen ist überall. Lienhoff war ihn auf der Spur. Er hat den Namen von Verdächtigen. Und die sucht jetzt dringend das LKA. Haftbeschwerde? Mit welcher Begründung? Einseitige Ermittlung zum Nachteil meiner Mandantin. Aber die Frau stand mit der Tatwaffe neben dem Toten. Beide hatte sie unmittelbar zuvor gefunden. Zudem ist die Herkunft der Waffe noch völlig unklar, oder? Noch. Außerdem haben wir DNA-Spuren von Frau Lienhoff an der Leiche. Da es sich bei Frau Lienhoff um die Ehefrau des Toten handelt, stellt das keine große Überraschung dar. Aber haben Sie Schmauchspuren an den Händen von Frau Lienhoff feststellen können? Overbeck. Nicht direkt. Ja, haben Sie oder haben Sie nicht? Nein. Des Weiteren wurde das private und berufliche Umfeld des Toten völlig vernachlässigt. Oder wussten Sie, dass Matthias Lienhoff auch als getarnter Agent für die LKA im Bereich organisierte Kriminalität in Münster tätig war? Wer sagt das? Sein Vorgesetzter im Finanzamt? Den haben Sie jetzt aber auch noch nicht vernommen, oder? Overbeck. Grabowski, die Knalltüte. Ja, haben Sie oder haben Sie nicht? Nein, nicht direkt. Genauso wenig wie Sonja Fenlow, die Geliebte des Toten. Haben Sie irgendeine Kenntnis über diese Person? Außerdem soll Kriminalkommissar Overbeck die Ermittlungen am Tatort im angetrunkenen Zustand geführt haben. Was natürlich sämtliche Versäumnisse erklärt, allerdings bei mir den Eindruck hinterlässt. Ja, danke. Schon gut, ja. Ja, also von unserer Seite aus bestehen keine weiteren Einwände gegen eine vorläufige Freilassung Ihrer Mandantin oder Herr Overbeck. Nicht direkt. Danke. Aber das wird mich nicht davon abhalten, eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Herrn Overbeck einzureichen. Schönen Tag noch. Alex. Ja, Antifreundschaft. Alex. Genau. Tschüss. Tschüss. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst mit dieser Dienstaufsichtsbeschwerde. Es wird ja wohl nicht schaden, wenn Overbeck der Arsch mal ein paar Tage auf Grundeis geht. Hm? Ermitteln nach Gutdünken ist nicht mehr. Tschüss. Ach, Sie sind schusselig, unorganisiert und unkonzentriert. Ich weiß, es tut mir leid. Dienstaufsichtsbeschwerde. Die Alte hat doch einen Vollschuss. Und was kann sie jetzt machen? Nichts. Ich habe nichts gegen sie in der Hand. Womit du sie erpressen könntest. Nicht erpressen. Irgendwas, womit ich sagen könnte, hey, guck mal, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und was? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was sie letzten Sommer getan hat. Verstehe, du brauchst also irgendwas Peinliches, irgendwas Privates, irgendwas, womit du die Alte hops nehmen kannst. Sowas in der Art. Hast du schon mal was von EKS gehört? EKS, E-Key-Score. Eine russische Software. Das ist der absolute Wahnsinn. Ist aber nur eine Beta-Version. Was soll das sein? Hast du mal ein Foto von ihr? Na los, ey, wie ich dich kenne, hast du bestimmt 1000 Bilder von ihr auf dem Handy. Okay. So, wir nehmen jetzt mal dieses Foto von ihr. Und das jagen wir jetzt mal durch die Software. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wie jetzt?
Ja, die Mutti wird jetzt identifiziert und über einen Algorithmus werden alle sozialen Netzwerke abgegrast, auf denen sie so unterwegs ist. Wie funktioniert das denn? EKS sucht Name, Adresse, Handynummer, Provider, checkt jede E-Mail, jede SMS, jeden Chat, jeden Online-Kauf, all die GPS-Daten. Ey, danach weißt du alles über einen Menschen. Aber das ist doch illegal. Das nutzen mittlerweile sogar die Bullen. Wie das denn? Um mögliche Straftaten vorherzusehen. Predictive Policing nennt sich das. Wow. Du meinst, auch für Münster? Mensch, Overbeck, natürlich auch für Münster. Wenn du das mit den passenden Datenbanken verknüpfst, ist es überhaupt kein Problem. Big Data, du verstehst. Du meinst, auch ich könnte das jetzt? Ja, Overbeck. Auch du kannst das. Aber Vorsicht, ist nur eine Beta-Version. Könnte ein paar Macken haben. Ernie, Nachricht nach dem. Hi Ernie, ich bin's. Das Ding geht nicht. Es läuft seit über 2 Stunden und sagt immer nur working. Bitte ruf mich an, wenn du das hörst, ja? Das gibt's doch gar nicht. Hi Alex, hier die Namen aus Lenovs Büro. Laut Grabowski können das Leute sein, die das LKA sucht. Hassan Grigoriev, Bogdan Nikolov, Mitko Popescu. Wovon redet der? Guten Tag. Interessieren Sie sich für ein spezielles Objekt? Mein Name ist Müller, Trutz Müller von Müller in Kassow. Mein Spezialgebiet sind die harten Fälle, wo es blutig und unappetitlich wird. Schön. Und was kann ich für Sie tun? Ich dachte eher, ich kann was für Sie tun. Ach ja? Und was? Niemand redet gern über unseriöse Geschäftspartner, die mit Zahlungen im Verzug sind, aber wir beide wissen, es gibt sie. Ich kann Ihnen leider nicht folgen. Spielen wir mit offenen Karten. Ich habe hier eine Liste mit einigen Ihrer Problemfälle. Hassan Grigoriev, Bogdan Nikolov, Mitko Popescu. Die Namen sagen mir alle nichts. Nicht? Das wundert mich aber jetzt. Wieso? Ich habe diese Liste von einem gemeinsamen Bekannten. Ein gemeinsamer Bekannter. Ja, er sagte mir, Sie könnten bei diesen Fällen meine Hilfe gebrauchen. Und wer soll das sein? Matthias Lenov, er arbeitet beim Finanzamt. Also auch dieser Name sagt mir nichts. Seltsam. Herr Lenov sagte mir, Sie würden sich schon seit längerem kennen. Nein, das muss wohl eine Verwechslung sein. Naja, vielleicht habe ich da wirklich was falsch verstanden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gern geschehen. Also, Herr Osterkorn. Osterkorn, was kann ich für Sie tun? Ich möchte Anzeige erstatten wegen Betrugs. Was ist vorgefallen? Ich betreibe einen kleinen Telefonladen und da hat jemand 100 Handys gekauft und nicht bezahlt. Wie viel? 100. Moment, also da kam ein Kunde in Ihren Laden und hat einfach so 100 Handys mitgenommen? Nein, nein, online, über meinen Internetshop. Auf Rechnung. Darauf lassen Sie sich ein. Ja, meinen Sie, ich mache Umsatz, wenn ich hin und wieder ein paar Telefonkarten verkaufe? Jedenfalls wurde die Ware ausgeliefert, nur leider nicht bezahlt. Ja, gut. Haben Sie denn einen Namen des Kunden? Hassan Grigoriev, wenn das ein richtiger Name ist. Das ist jetzt in der Tat merkwürdig. Hm? Hören Sie, Herr Osterkorn, ich habe mit Herrn Grigoriev in einer anderen Sache zu tun. Ich vertrete seine Rechte als EU-Bürger vor dem Sozialgericht. Und natürlich möchte ich meinem Mandanten nicht in den Rücken fallen. Das heißt, ich befürchte, ich kann Ihnen in dieser Sache leider nicht weiterhelfen. Toll, mich bescheißt der Kerl um 100 Handys und den Staat wahrscheinlich um Sozialleistungen. Und Sie helfen ihm noch dabei. Ganz toll. 100 Handys? Mhm. Auftrag von der Mafia? Ach, Quatsch. Vielleicht ist alles nur ein Irrtum. Wir werden sehen. Wie war es bei der Fenlo? Sie lügt. Angeblich hat sie Lenov gar nicht gekannt. Naja, welche Frau gibt schon gerne eine Affäre zu? Würde ich auch nicht. Du hast eine Affäre?
Und wenn, dann würdest du es als Letzter erfahren. Wahrscheinlich geht es um viel mehr als nur um eine Affäre. Das würde ich gern rausfinden. Und wie? Ganz einfach. Ihr beide solltet heiraten. Und deshalb suchen Sie jetzt ein neues Zuhause, genau. Wir denken, jetzt ist der beste Zeitpunkt. Jetzt, wo wir bald zu dritt sind. Wissen Sie schon, was es wird? Ein Baby. Und er wird Heinz heißen. Heinz? Ja, da waren wir uns doch einig, wie mein Großvater. Heinz ist auch eine Möglichkeit, haben wir gesagt. Gut, dann kommen wir doch zu Ihrem eigentlichen Anliegen. An was für einen Haustyp haben Sie denn gedacht? Also, wir haben da so ein Video im Internet von Ihnen gesehen. Objekt 75A. Ja, die 75A. Sehr schönes Haus. Mhm. Gefällt auch seinem Vater. Man muss dazu sagen, er ist ein etwas schwierigerer Typ. Er geht im Schlafanzug einkaufen. Das ist kein Schlafanzug. Das ist ein Jogginganzug. Ja, dann geht er eben im Schlafanzug joggen. Zumindest ist meiner noch da. Ihre hat sie gleich nach der Geburt verlassen mit so einer tätowierten Schlampe. Ja, also sagen Sie, können wir nicht einfach das Haus direkt einfach mal anschauen? Mhm. Natürlich, gar kein Problem. Kommen Sie. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ja, es ist wirklich traumhaft. Ach, könnten wir trotzdem noch mal das Kinderzimmer sehen? Noch mal? Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, und so ein Hauskauf ist ja auch eine Entscheidung fürs Leben. Ja. Sie will zu Papi. Tag, Frau Fenno. Was machen Sie hier? Mein Job. Es reicht, ich rufe jetzt die Polizei. Mein Name ist Wilsberg, ich bin Privatdetektiv. Die Polizei wird sich von selbst bei Ihnen melden, um Sie zum Tod von Matthias Lehnhoff zu befragen. Was? Matthias Lehnhoff.
Er ist tot. Er wurde erschossen. Es tut mir leid, wenn Sie das noch nicht wussten. Frau Fenlo? Das war sie? Wer? Hanna. Seine Frau. Wie kommen Sie drauf? Die ist doch krankhaft eifersüchtig. Dann kannten Sie sich? Ja. Sie war hier bei mir, hat mir gedroht. Womit? Lass die Finger von meinem Mann oder ich kipp dir Säure ins Gesicht. Offiziell hat Matthias die Beziehung dann beendet. Aber inoffiziell haben Sie sich weiter getroffen. Die Frau ist total krank. Glauben Sie mir, die ist gefährlich. Welche Art von Geschäften haben Sie mit Herrn Lehnhoff gemacht? Gar keine. Sie sind spezialisiert auf teure Eigenheime. Wie passen dann diese Bruchbuden dazu? Die Fotos hat Matthias mitgebracht. Er wollte wissen, was die Häuser wert sind. Wollte er sie kaufen? Weiß ich nicht. Er interessiert sich eigentlich gar nicht für Immobilien. Er war Finanzbeamter. Wir haben auch nicht oft über Berufliches gesprochen. Uns waren andere Dinge wichtiger. Was ist das? Kam eben rein. LKA? Lehnhoff wollte den tatsächlich Namen aus der organisierten Kriminalität nennen. Das ist ja interessant. Den Absatz über Lehnhoffs Waffe, den finde ich viel interessanter. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie Sonja Fenlo bedroht haben? Das war doch keine Drohung. Das war aus dem Moment. Aus der Wut. Ihr Mann hat die Drohung scheinbar auch ernst genommen. Hat die Beziehung danach sofort beendet. Ich wollte nur mit der Frau reden. Von Frau zu Frau. Sie fing gleich an, mich zu beschimpfen. Ich sei hysterisch, neurotisch. Da ergab ein Wort das andere. Anna. Was? Nein, das wusste ich nicht. Danke. Frau Lehnhoff, Ihr Mann wurde mit einer Walther P99 erschossen. Das LKA hat gerade bestätigt, dass es seine Dienstwaffe war. Matthias hatte keine Waffe. Er war Steuerfahnder. Das heißt, Sie haben die Waffe hier nie gesehen? Er hat sie vom LKA bekommen. Vom LKA? Wieso LKA? Es sieht so aus, als hätte das LKA ihren Mann engagiert, um Undercover zu ermitteln. Organisierte Kriminalität. Nein, das hat er mir erzählt. Er hat Ihnen vieles andere ja auch nicht erzählt. Wir sehen uns. Ecki. Ja? Ich hab Angst, dass mir keiner glaubt. Egal, was die anderen denken, ich glaub dir auf jeden Fall. Du bist ein feiner Mensch. Das habe ich damals nicht richtig gesehen. Ja. Hinterher ist man immer schlauer. Das mit Matthias war von Beginn an. Er hat dich oft betrogen. Am Anfang war da ein Verdacht. Dann Gewissheit. Warum hast du ihn nicht verlassen? Ich weiß es nicht. Ecki! Die anderen warten. Hör mal,
Alter. Wegen dem EKS-Ding. Ich wollte noch mal nachfragen, wie das mit dem Abgleich der Kriminalstatistiken und den Datenbanken ist. Du hast doch gesagt, dass man zum Beispiel Einbrüche und Diebstähle in Münster voraussagen kann. Okay. Overbeck? Pornos in der Dienstzeit? Nein. Overbeck. Ich wollte sowieso gerade zu Ihnen kommen. Und wozu? Nun, was Sie für eine Porno-App halten, ist in Wahrheit ein Programm zur Bekämpfung der Kriminalität. Der organisierten Kriminalität. Entwickelt wurde es von... Naja, ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall wurde es mir zu Testzwecken zur Verfügung gestellt. Das klingt jetzt schon suspekt, Overbeck. Im Gegenteil. Wenn ich wissen will, welche Mutti, Frau, welcher Täter hat wem, wann, welche E-Mail geschrieben? Wer hat mit wem telefoniert, gechattet? Ich bekomme jedenfalls tiefe, mitunter verstörende Einblicke in hochbrisante Daten. Ein Algorithmus gleicht automatisch Daten aus den sozialen Netzwerken ab und erstellt so ein möglichst lückenloses Profil der betreffenden Zielperson. Das verstößt gegen das Datenschutzgesetz in ganz Europa. Zumindest in halb Europa. Machen wir uns doch nichts vor. Seit wir wissen, dass Lehnhoff für das LKA tätig war, müssen wir den Täterkreis deutlich ausweiten. Welchen Täterkreis? Die Namen, an denen Lehnhoff dran war und die das LKA sucht. Lehnhoffs Kontakte aus der organisierten Kriminalität. Mhm. Und die hat das Programm gefunden? Genau, Herr Kriminalrat. Man gibt einen Suchbegriff ein und es kommen Ergebnisse. Big Data. Sie verstehen. Gesetzt im Fall, die Namen stimmen, was hätten Sie denn damit vor? Zusammenhänge herstellen. Große Zusammenhänge. Ja, aber was meinst du denn jetzt damit genau? EKS kann die Kriminalität in einzelnen Stadtteilen vorhersagen. Wo, wann, was wahrscheinlich als nächstes passieren wird. Wo, wann, was wahrscheinlich als nächstes passieren wird. Das kann ich Ihnen auch sagen, Overbeck. Sie bringen uns in Teufels Küche mit diesem Programm. Da sind Sie doch meiner Meinung, Herr Kriminalrat. Bitte schön. Ja. Ich bedanke mich für die Ernennung zum Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Herr Kriminalrat. Ja, natürlich, Frau Springer. Gut, dann kehren wir jetzt zu unserer ganz normalen Arbeit zurück. Kommen Sie, Overbeck. Overbeck? Die Ergebnisse dieser Software interessieren mich. Vor allem natürlich die Prognosen von Straftaten in bestimmten Stadtteilen. So offiziell weiß ich natürlich von nichts. Aber inoffiziell wäre es für Sie nicht von Nachteil. Vielen Dank. Ich danke der Stadt Münster für die Ernennung zum Polizeipräsidenten. Ich werde mich der Aufgabe als würdig erweisen. Das sind bisher nur Fotos von ein paar abgewrackten Häusern, von denen wir weder wissen, wo wir sie finden können, noch was es mit ihnen auf sich hat. Du könntest sie suchen. Bist du irre? Ganz Münster abklappern nach ein paar Bruchbuden? Bessere Idee. Wer macht diese Namen? Ja, von denen wir auch nicht wissen, wer diese Leute sind und wo wir sie finden können. Bis auf Alex Mandanten, Grigorjev. Mit dem können wir anfangen, Alex. Hm? Hörst du überhaupt zu? Ja, klar, Grigorjev. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Osterkorn 100 Smartphones abgezockt hat. Es sei denn, er ist unsere Mafia-Connection. Könnt ihr mal aufhören, irgendwelche wilden Spekulationen über meinen Klienten anzustellen? Vielleicht sollte Georg den Typen einfach mal checken. Ihr bringt mich in Loyalitätsprobleme. Du hast doch seine Adresse, oder? Sag mal, geht's noch? Alex. Herr Overbeck? Ja? Sie gelten in Deutschland als einer der führenden Experten und Pioniere auf dem Gebiet des Predictive Policing. Kann man so sagen, ja.
Heute haben Sie uns hier in Münster an einen Ort geführt, um uns eine konkrete Anwendung Ihrer Methodik zu demonstrieren. Um was geht es genau? Die Software hat uns für heute gegen 15 Uhr hier eine Straftat vorhergesagt. Mit recht hoher Wahrscheinlichkeit. Und was für eine Straftat? Fahrraddiebe, letztendlich. Fahrraddiebe. Grigorjev? Nein, Panchev. Mein Name ist Leutnant Panchev. Ich wohne nebenan. Oh. Herr Grigorjev, bist du da? Herr Grigorjev, mein Name ist Müller, Trutz Müller von Müller in Kasso. Können wir unter vier Augen sprechen? Das wird wenig Sinn machen. Herr Grigorjev spricht kein Deutsch. Aber Sie? Ja, ich bin in Sofia geboren, aber ich lebe schon seit 15 Jahren in Deutschland. Dann können Sie ja dolmetschen. Wenn Sie wollen. Kennen Sie einen Herrn Osterkorn, Teleshop Münster? Ja, und ob wir den kennen? Er hat schon 3 Mahnungen hierher geschickt, über 100 Handys. Völlig verrückt. Osterkorn Fakturi. Gesamtbetrag 5.290 Euro. Hey, du, Stefan! Komm mal her. Das Fahrrad, das hast du doch geklaut, ha? Nein! Wo sind deine Eltern? Mama, Papa? Da gehen wir jetzt mal hin, ha? So, komm mal her. Er bestreitet also, diese Handys gekauft zu haben. Ja, natürlich. 5.000 Euro? Ich meine, die Familie hat doch selber kaum was. Schauen Sie sich mal um. Ja. Wie hat Herr Grigorjev auf diese Mahnung reagiert? Ja, wie soll er darauf reagiert haben? Gar nicht. Das ist doch völliger Quatsch, oder sehen Sie hier irgendwo 100 Handys? Hier, dieser Osterkorn. Das ist der Betrüger. Wer weiß, wem der noch alles solche Briefe geschickt hat. Guten Tag. Christo, Kakvostana. Ist das Ihr Sohn? Ja, das ist sein Sohn. Kakvona Pravi. Er hat vermutlich dieses Fahrrad gestohlen. Das ist sein Fahrrad. Ach, das ist sein? Hallo, Overbeck. Ja, dann, ich muss auch noch was Wichtiges. Guten Tag. Na, wie heißt du denn? Das ist Christo. Hallo, Christo. 1, 2, 3. Er geht erst seit kurzem zur Schule hier. War schwer, eine zu finden. Pass auf, so geht das. 1, 2, 3. Genau. So fängt das immer an. Ich werde von weiteren Inkassomaßnahmen absehen. Ja, genau. Vergessen Sie es. Hier gibt's eh nichts zu holen. Tschüss, Christo. Hallo, Oberbeck. Wie sind Sie denn an die Adresse hier gekommen? Das war im Rahmen eines Software-Tests. Wohl eher ein Computerspiel. Sie haben ja keine Ahnung, Wilsberg. Es geht um ein Programm, das Ort und Zeit von Straftaten voraussagt. Zum Beispiel den Diebstahl von Kinderfahrrädern. Es geht um jede Art von Straftat. Vom einfachen Diebstahl bis zum schweren Einbruch. Schwerer Einbruch? Wie viele Einbrüche haben Sie denn schon aufgeklärt? Ich bin ja auch erst am Anfang der Testreihe. Aber warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Ja, weil Ihnen sonst niemand zuhört. Sie werden sich noch wundern, Wilsberg. Es reicht nicht, keine Ideen zu haben. Man muss auch unfähig sein, sie umzusetzen. Da haben Sie recht. Wiedersehen. Übrigens,
Das LKA wollte wissen, wer alles Zugang zu Lenovs PC hat. Ich hab da auch ihren Namen genannt. Wieso? Na, weil sie dran waren. Aber da waren vor mir 100 andere Leute dran. Ja, aber nicht seitdem er tot ist. Ach. Die suchen immer noch diese Mafia-Kontakte. Vielleicht haben sie denen auch noch erzählt, ich hätte die. Ich hab denen nur gesagt, dass ich grundsätzlich nichts ausschließen kann. Ach, danke. Sehr hilfreich. Herr Starke, doch zum letzten Mal. Lassen Sie die Finger von der Sache. Das ist hochbrisante Materie. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Osterkorn? Ja, und Sie? Müller. Trutz Müller von Müller Inkasso. Inkasso? Ja. Ich glaube, Ihr Laden könnte meine Dienste gut gebrauchen. Was, wieso? Zum Beispiel wegen dieser Rechnung hier. Hassan Gregorjev hat 100 Handys bei Ihnen gekauft, aber nicht bezahlt. Woher wissen Sie davon? Matthias Lenhoff. Er ist tot. Tot wieso? Weil man meistens tot ist, wenn man erschossen wird. Können Sie näher? Nein, nicht wirklich. Sie waren auf seinem Geburtstag? Ja. Aber woher wissen Sie? Ich war auch da. Aha. Ja, früher. Früher waren wir mal Freunde, bis Matthias eine Affäre mit meiner Frau hatte. Das war das dann, also... Das Ende der Freundschaft? Ja. Weshalb wollten Sie mit Lenov reden? Ein Kredit. Lenov hatte mir einen Kredit gegeben. Aber nicht aus Freundschaft? Nee. Eher aus schlechtem Gewissen. Während meiner Ehe mit meiner Frau haben wir beide sehr gut verdient. Aber als Sonja mich dann verlassen hat... Sonja? Sonja Fenlo? Sagen Sie Ihre Fragen, Sie sind doch kein Inkasso-Typ. Nein. Sondern? Privatdetektiv. Dann wüsste ich nicht, warum ich mit Ihnen weiter reden sollte. Gehen Sie bitte. Ich suche den Mörder von Matthias Lenov. Wenn Sie nicht mit mir reden, müssen Sie mit der Polizei reden. Das wird sicher unangenehmer. Lenov und ich hatten eigentlich kaum noch Kontakt. Wie hoch war denn der Kredit? 20.000 Euro. Und den konnten Sie nicht zurückzahlen? Glauben Sie etwa, ich würde deswegen einen Menschen töten? Ich wollte eine Fristverlängerung. Dieser verdammte Handybetrug, der hat mich kurzfristig etwas reingerissen. Diese Namen hier stammen von Matthias Lenov. Kennen Sie die? Ja, den hier, Bogdan Nikolov und den auch, Mitko Popesco. Die wollten auch alle stapelweise Handys kaufen, aber mit sowas bin ich vorsichtig geworden. Und Hasenberg? Büro Alexandra Holtkamp? Alex, ich bin's, Georg. Bist du allein? Ja, was gibt's? Ich war gerade bei Osterkorn, Teleshop Münster. Ach, und? Er kennt Leute von der Lenov-Liste. Meinst du, er weiß mehr? Naja, er kannte auch Lenov und... Georg? Mir war, als hätte ich Wilsbergs Stimme gehört. Sie hören Stimmen? Ich höre keine Stimmen. Du meinst Versicherungsbetrug? Na, wäre doch möglich. Osterkorn kann im Moment jeden Cent gebrauchen. Das heißt, Grigorjev ist unschuldig. Ich habe seine Wohnung gesehen. Der kann sich keine 100 Smartphones leisten. Gut. Andererseits lag bei ihm so ein teures Ding auf dem Tisch. Hallo, Christo. Tierespiel, Christo gewinnt. Toll. Darf ich mal? Nee. So ein tolles Smartphone. Gehört das deinem Vater? Nein, gehört Christo. Aha. Hallo. Und von wem hast du das? Von Zlatan. Von Zlatan. Handy, Zlatan? Zlatan. Mhm. Handy, kaputt. Ah. Bitte. Danke. Christo, kannst du mir das Handy kurz ausleihen?
Nein. Handy, kriegst du jetzt. Ein Nashorn. Ein afrikanisches Breitmaulnashorn. Wo? Da. Ist ganz klein. Du musst ganz genau hinschauen. Wiedersehen. Also die Marke stimmt. Die Seriennummer. Passt auch. Das ist eins von den Geräten. Warum ist es her? Ausgeliehen. Von einem kleinen Jungen. Und die anderen? Wo sind die anderen? Das muss ich erst noch rausfinden. Ja. Danke, Renate. Slatan Panchev, Grigorjevs Nachbar, also, ja? Zumindest hat das Ding ihm gehört. Und dann wird er es ja wohl auch benutzt haben. Hm. Was hast du noch vor? Nachsehen, ob es uns irgendwas über ihn erzählt. Okay, das Ding ist kaputt. Mit Prepaid-Karte. Funktioniert einwandfrei. Jedenfalls das GPS-Protokoll hier. Das was? GPS, Georg. Hat jedes Smartphone. Es zeigt dann auch, an welchem Ort du dich zuletzt aufgehalten hast. Ah, ja, das auch schon. Ist ja ganz schön rumgekommen, unser Freund. Aber am häufigsten war er an zwei Orten in der Grimmstraße. Grimmstraße? Sagt dir das was? Der VBI feiert fünfjähriges Bestehen. Er kümmert sich um die soziale Betreuung von Flüchtlingen und ausländischen Mitbürgern. Hat seinen Sitz in der Grimmstraße 77 bis 79. Das gibt's doch nicht. Die haben mir diesen Grigori hier vermittelt. Wo ist denn die zweite Adresse? Nicht weit von hier. Unten am Hafen. Und die Adresse stimmt? Ein GPS lügt nicht. Georg, du weißt schon, dass das Einbruch ist, ja? Smartphones. Original verpackt. Und jede Menge. Kannst du rausfinden, wem die alle hier gehört? Ja, klar. Ein Kronzeuge. Ein Geschenk des Himmels, Herr Kriminalrat. Wenn wir den dazu bringen, auszupacken, dann haben wir in zwei Tagen mehr herausgefunden als das LKA in zwei Jahren. Und der Mann heißt Osterkorn. Ja. Hat sich offensichtlich auf Geschäfte mit der organisierten Kriminalität eingelassen. Und den hat ihr EKS-Programm gefunden? Eher ein zufällig mitgehörtes Gespräch. Gut, durchleuchten Sie den Mann. Alles, E-Mails, Anrufe, alles. Sicher. Obwohl... Es ist mir gerade etwas unheimlich, wenn das publik wird. Wird es nicht. Aber wir sollten so schnell wie möglich diesen Osterkorn persönlich angehen. Das ist delikat. Dazu braucht es psychologische Raffinesse, eine einfühlsame, behutsame Ansprache. Und? Wo ist das Problem? Osterkorn! Wer ist da? Ein guter Freund. Was wollen Sie? Die verdammte Scheißwahrheit. Was für eine Wahrheit? Die Wahrheit über die Handys. Wovon reden Sie? Über den Handybetrug. Wer sind Sie? Ich sagte doch, ein Freund. Und was wollen Sie von mir? Sie haben sich mit dem Mob eingelassen, das ist gefährlich. Sie wissen, was mit Lehnhoff passiert ist.
Ich biete Ihnen ein Geschäft an. Sie sagen mir alles, was Sie wissen. Und ich bringe Sie ins Zeugenschutzprogramm. Ihre neue Lebensversicherung. Sie haben doch den Verstand verloren. Overbeck? Ach, Herr Kriminalrat. Ja, lief eigentlich ganz gut. Also, für eine erste Kontaktaufnahme, meine ich. Ich krieg das hin. Mach ich. Ostpark. Chef, wir sollten kommende Nacht verstärkt im Ostpark Streife fahren. Ach ja, warum? Laut Computerprognose ist da eine Straftat zu erwarten. Oh, es wird eine Parkbank überfallen? 70% Wahrscheinlichkeit. Oh, am Ende wird eine ganze Bank geklaut. Und wo ist das Geld? Wer hat ihn gefunden? Zwei Joggerinnen. Direkt hier neben der Bank. Fundort ist wohl Tatort. Ja, sehr wahrscheinlich. Direkt hier bei der Bank. Hauptmord? Eher unwahrscheinlich. Danke. Brieftasche ist noch da. Allerdings fehlt das Handy. Wir haben schon überall danach gesucht. Auch unter der Bank. Es ist ja gut, Overbeck. Ich habe es verstanden, das mit der Bank und diesem Predictive Dings da. Kein Wort zu niemandem. Ja, halt sie bloß die Klappe. Wie stehen wir sonst da? Wir? Verein für Bildung und Integration, Gründe 2012, Vorsitzender Matthias Lehnhoff. Keine Verbindung zu Fenlo? Und Hasenberg taucht auch nicht auf. Kein Hasenberg, keine Fenlo. Was macht denn die Lagerhalle? Kümmere ich mich gleich drum. Zuerst sollten wir Osterkorn sagen, dass wir seine Handys haben. Ich habe ihn nicht erreicht am Telefon. Ich gehe mal in seinem Laden vorbei. Overbeck, was machen Sie denn hier? Mordermittlung. Mit Frau Osterkorn? Im Ostpark. Heute Nacht. Und EKS hat es vorhergesagt. Du kannst es den Toten, ne? Ja. Warum sonst wärst du denn hier? Er war ein Freund von Lehnhoff. Was Lehnhoff allerdings nicht davon abgehalten hat, was mit Osterkorns Frau anzufangen. Du glaubst, dass Osterkorn Lehnhoff ermordet hat? Vielleicht. Aber wer hat dann Osterkorn ermordet? Hasanal. Was ist das denn? Sieht aus wie ein unfertiger Drohbrief. Meinst du, Osterkorn wollte jemand erpressen? Hasanal. Was ergibt denn das für einen Sinn? Das ist wahrscheinlich eine Fremdsprache. Womöglich Bulgarisch. Wie kommen Sie denn auf Bulgarisch? Na ja, vom Klang. Overbeck. Sie sollen sofort zu Herrn Kriminalrat Scharf. Sehr gut. Der Kriminalrat wird begeistert sein. 70%. Wegen Ihres Programms haben wir jetzt einen Toten, Overbeck. Begreifen Sie nicht, in welche Lage Sie uns gebracht haben? Wollen wir diesen Osterkorn als Kronzeugen gewinnen? Und kurz darauf ist er tot. Aber von dem Treffen konnte eigentlich niemand etwas wissen. Ach was, und wenn doch? Das organisierte Verbrechen in seinen Augen überall. Wir müssen sofort alle Spuren beseitigen, die zu uns führen. Und dieses Programm, das wird sofort gelöscht. Alles, Namen, Daten, Zahlen, alles. Aber das Programm hat richtig vorhergesagt. Und wenn es die Lottozahlen richtig vorhersieht? Mensch, Overbeck! Das geht hier um unsere Existenz.
Dieses EKS-Zeug, das läuft hier keine Minute länger! Polizei in Münster setzt heimlich russische Spionagesoftware ein. Und wenn das rauskommt. Meine Damen und Herren, hiermit erkläre ich mit sofortiger Wirkung meinen Rücktritt vom Amt des Innenministers. Ja, was ist denn? Ja, los! Löschen! Sofort. Ja, Georg, ich bin's. Hör zu. Die Lagerhalle gehört einer Holding in Insolvenz. Die haben die Halle letztes Jahr weitervermietet. Und zwar an den Verein für Bildung und Integration. VBI. Ach. Ja. Und rate mal, wer für den Verein den Vertrag unterschrieben hat. Ecki. Ein Rolf Hasenberg. Der von der Liste? Ja, genau. Und weißt du, was Hasenberg noch ist? Der Chef vom Wohnungsamt. Privatdetektiv? Ja. Habe ich was geklaut? Ich ermittle in einem Mordfall. Matthias Lehnhoff. Oh. Ja, hab schon davon gehört. Schlimme Sache. Können Sie mir etwas mehr über diesen Fall erzählen? Ja, wie der Name schon sagt, VBI, Verein für Bildung und Integration. Kümmert sich um Flüchtlinge. Aber auch um ganz normale EU-Bürger, die oft völlig ahnungslos nach Deutschland kommen. Rumänen, Bulgaren hauptsächlich. Ja, Matthias Lehnhoff war der eigentliche Motor. Ich kannte ihn nur flüchtig. Und der Verein hilft bei? Bei Behördengängen, juristischen Fragen, Sprachkursen, Berufsvermittlung. Auch bei der Beschaffung von Wohnraum? Natürlich. Da kann ich mit meinem Wissen und meinen Kontakten hin und wieder nützlich sein. Ja. Zum Beispiel bei der alten Lagerhalle am Hafen. Die Lagerhalle? Ja, der Verein suchte einen Ort für seine Sachspenden. Ich kenne den Chef der Holding, das hat die Dinge sehr vereinfacht. Natürlich, verstehe. Wussten Sie, dass sich in der Lagerhalle Diebesgut befindet? Bitte? Handys. Luxushandys, Hunderte. Bestellt, aber nie bezahlt. Das glaube ich nicht. Das halte ich für ausgeschlossen. Und der rechtmäßige Besitzer dieser Handys wurde letzte Nacht ermordet. Wie? Was reden Sie denn da? Zwei Tote im Umfeld des VBI. Innerhalb von wenigen Tagen. Kommt Ihnen das nicht auch merkwürdig vor? Was geht da eigentlich vor in Ihrem Verein, Herr Hasenberg? Das ist nicht mein Verein. Ich finde es nur gut, was man dort macht. Dass man überhaupt was macht. Detektiv, na und? Ich kenne den. Er rennt rum und stellt blöde Fragen, aber der weiß nichts. Nein, der blufft, garantiert. Ich war gestern Abend erst in der Halle. Ja, die Dinger sind alle noch da, das Schloss ist intakt. Nein, da war niemand dran, glaub mir. Okay. Alles klar. Bis dann. Was wollen Sie? Kennen Sie Thomas Osterkorn? Natürlich, wir waren verheiratet. Er wurde letzte Nacht ermordet. Genau. Und wer sollte das getan haben? Darüber würde ich gern mit Ihnen reden. Frau Fenlo, sagen Sie endlich die Wahrheit. Welche Geschäfte haben Sie mit Herrn Lehnhoff gemacht? Er hat Wohnungen vermietet. An Ausländer. Mhm. Waren Sie auch Mitglied in dem Verein? Im VBI? Ja. Ich war da nie Mitglied. Matthias meinte, ich könnte vielleicht mit meinen Kontakten helfen. Sie haben ihm die Häuser besorgt. Hat er die Häuser dann gekauft oder die Wohnungen? Nee. Das heißt, er hat zu einem horrenden Preis Wohnungen vermietet, die ihm gar nicht gehörten? Das waren alles potenzielle Abrisshäuser. Ja, aber das Wohnungsamt Hasenberg, der muss doch was geahnt haben. Der muss doch... Er hat doch alles gedeckt und mit dran verdient. Sie aber auch. Nein, nicht einen Cent. Ich habe das aus Liebe getan. Aus Liebe wurden schon viele Menschen ermordet. Also ich fasse zusammen, als ehrenamtlicher Mitarbeiter des VBI
besuche ich die städtischen Flüchtlingsheime und weise die Bewohner auf diesen Verein hin. Genau. Und zwar vorzugsweise Bulgaren und Rumänen. Richtig. Warum eigentlich genau die? Weil das EU-Bürger sind. Das erleichtert uns die ganzen Formalitäten. Ah. Wenn jemand Interesse hat, bringe ich ihn hierher oder gebe ihm die Adresse? Sehr gut. Wenn Sie wollen, können Sie dann hier gleich loslegen. Ja. Ernie, es ist etwas Schreckliches passiert. Dein Programm, ich kann es nicht mehr stoppen. Ich will es löschen, aber es geht nicht. Es sagt immer Access Denied. Deinstallationscode? Ich habe keinen Code. Ja, gib mir den, verdammt. Lehnen Sie, der Fall Osterkorn hat oberste Priorität. Also, wie weit sind wir? Wir haben dieses ominöse Schreiben. Vermutlich ist das ein Erpresserbrief hier. Hazanal. Was soll das bedeuten? Ja, Hazanal eben. Welche Sprache ist das? Wir kennen sie nicht. Ja, dann strengen Sie sich mal an. Denken Sie mal ein bisschen kreativ, ja? Wir brauchen den Mörder jetzt. Vielleicht das N. Vielleicht gehört das eher zu Hazan. Hazan. Man kann es auch als Hassan lesen. Ja, wer soll das sein? Wie einer von der Liste. Hassan Grigorjew. Meine Güte, das ist es. Osterkorn erpresst ein Bandenmitglied, warum auch immer, und der Typ rächt sich auf blutige Weise. Das ist genial. Worauf warten Sie noch? Nehmen Sie den Mann fest. Sofort, Herr Kaminarer. Und weswegen jetzt? Orbeck, machen Sie keinen Kopf wegen der Dienstaufsichtsbeschwerde. Das kriegen wir schon hin. Und, redet er? Der Dolmetscher ist gerade weg. Aber ein Geständnis. Er kennt keinen Osterkorn. Nie gesehen, nie gehört. Profi. Der bleibt erst mal hier, bis er Namen nennt. Hintermänner, Auftraggeber, das ganze Programm. Es hat schneller geklappt, als ich dachte. Darf ich vorstellen, das Ehepaar Ivanov gerade aus Sofia eingereist. Frau Ivanova spricht sogar Deutsch, ein bisschen. Guten Tag, das ist ja schön. Herzlich willkommen in Deutschland. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja, Herr Wilsberg, vielen Dank. Den Rest schaffe ich auch alleine. Ja, viel Glück. Ja, ich weiß ja nicht, was Herr Wilsberg Ihnen schon erzählt hat. Wir Mitglied, Verein? Genau. Damit unser Verein Ihnen helfen kann, müssen Sie zuerst Mitglied werden. Hier ist das Aufnahmeformular. Weitestgehend schon alles vorausgefüllt, bis auf Ihren Namen. Und Wohnung? Ja, sobald Sie Mitglied sind. Sobald Sie Mitglied sind, erteilen Sie uns einen Vermittlungsauftrag. Und zwar mit diesem Formular hier. Kostet Geld? Natürlich. Das ist Gesetz in Deutschland. Und Arbeit, Auto, Hartz IV? Ja, wir vermitteln Ihnen auch ein legales Arbeitsverhältnis. Das sind dann diese Verträge hier. Na, ich nix Arbeit. Mann Arbeit. Mann stark, aber dumm. Besser einfach Arbeit. Ja, wir können Ihnen ohnehin nur einfache Tätigkeiten vermitteln. Zeitlich befristet und nicht sehr gut bezahlt. Und leider auch erst in einem Monat. Was Sinn macht, in den ersten 4 Wochen bekommt ein EU-Ausländer Überbrückungsgeld. Um überhaupt leben zu können. Von dem Überbrückungsgeld müssen Sie aber schon mal was abführen an den Verein. Angeblich deutsches Recht. Dann fange ich an zu arbeiten. Für 4 Euro die Stunde. Zeitlich befristet. Nach einem halben Jahr aber wäre ich dann wieder arbeitslos. Was aber nicht so schlimm ist, weil du dann Anspruch auf Sozialhilfe hast. Zumindest für ein halbes Jahr. Wobei der Verein auch wieder mitverdient. Bearbeitungsgebühr. Und dann kommt noch der Mitgliedsbeitrag dazu. 30 Euro pro Monat. Kein Mitglied, keine Kohle. Deutsches Recht. Klingt nach massivem Sozialbetrug. Es ist massiver Sozialbetrug. In den Formularen steht doch überall schon die Kontonummer drin, über die das Geld gelaufen ist. Besteht da nicht irgendwie der Verdacht auf Steuerhinterziehung?
wirst es nicht glauben, da ging jeden Monat eine Menge Kohle ein. Ja, von den Mitgliedern? Auch, aber hauptsächlich von den Behörden. Arbeitslosengeld, Lohnausgleichszahlung, Wohngeld. Für über 400 Leute. Und alle aus Bulgarien? Von überall. Marokko, Afghanistan, Eritrea. Der VBI hat die Asylverfahren betreut, hat denen Arbeit besorgt. Aber das Komische ist, die meisten von denen sind in unseren Datenbanken überhaupt nicht registriert. Du glaubst, Lenov hat die meisten von denen erfunden und für die Karteileichen abkassiert? Genau das glaube ich. Wird in dieser Verein nicht überprüft? Doch klar, Moment. Da gab es letztes Jahr eine Steuerprüfung. Aber alles korrekt. Beglaubigt und bestätigt von... Matthias Lenhoff. Super. Lenhoff prüft Lenhoff. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Nein. Da war noch was. Nein. Was soll denn da noch sein? Ecki. Hanna, wir müssen reden. Ein Konto? Ja. Da gingen alle Gelder hin vom Verein. Eine riesige illegale Abzocke. Aber von dem Konto gingen auch Gelder ab. Jeden Monat 2000 Euro. Ja, ich weiß. Auf dein Konto, Hanna. Und jetzt erzähl mir die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Der Verein war eine Idee vom Edgar. Als Tarnung. Matthias konnte so unauffällig Kontakte knüpfen. Aber er hat schnell gemerkt, dass man mit dem Verein auch Geld machen kann. Du wusstest die ganze Zeit davon. Du hast mich angelogen. Matthias hat dem LKA immer nur irgendwelche Märchen erzählt. Bulgarenmafia und so ein Zeug. Was genau, weiß ich nicht. Ich kenne keine Einzelheiten. Ich wollte sie auch nicht wissen. Aber das Geld hast du trotzdem genommen. Für mich war es Schmerzensgeld. Für seine ewigen Affären. Dafür, dass er das mit der Fernlo immer gefeiert hat. Für jede Bruchbude, die es ihm vermittelte. Jetzt wird man mir noch weniger glauben. Ich habe noch niemandem davon erzählt. Du bist wirklich ein ganz besonderer Mensch, Ecki. Aber du wirst zur Polizei gehen und dort aussagen. Das mache ich. Versprochen. Danke dir. Es tut so gut, wenn jemand da ist, dem man vertrauen kann. Der ihm zur Seite steht. Und ich schwöre dir, ich habe Matthias nicht umgebracht. Ich glaub dir, Anna. Ich verspreche dir, wir werden deine Unschuld beweisen. Ernie, na endlich! Overbeck, kommen Sie doch bitte mal. Ja, einen Moment. Ja? Sassi, geht Ihr Internet auch so schleppend? Oh, ich kann nicht klagen. Die Hälfte der Telefone funktioniert nicht, also das ist doch alles sehr seltsam. So was kann schon mal passieren. So. Da bin ich wieder.
Wie lautet der Code? Aber Anna macht ja bald ihre Aussage. Selbst mit ihrer Aussage. Die werden die Schuld auf Lehnhoff schieben, wäre alles seine Idee gewesen. Und vor Gericht haut ihn ein guter Anwalt raus. Zur Not aus Mangel an Beweisen. Ja, aber einer von denen hat Lehnhoff getötet. Und womöglich Osterkorn. Wurde der endlich auch erschossen? Nee, erstochen. Mit einem Küchenmesser aus Edelstahl. Ja, dann. Und jetzt? Machen wir gar nichts mehr? Doch. Das mit den Handys war wohl eher ein Nebengeschäft. Aber die sind unsere Verbindung zwischen Zlatan und Hasenberg. Ich rufe Alex an. Naja. Was denn? Meine Jahreskarte fürs Schwimmbad. Ob das wirklich funktioniert? Du hast die Überraschung auf deiner Seite. Bist du startklar? Die Frage ist wohl eher, ob Ecki startklar ist. Hallöchen, da bin ich. Guten Tag, wer sind Sie? Schigulla. Telefonbauer Schigulla. Hat Ihnen jemand Bescheid gesagt? Nein. Worum geht's? Um Ihre Telefonanlage. Da liegt eine Störung vor. Eine Störung? Das Telefon hat eben noch funktioniert. Ja, ja, bei Ihnen, aber drüben im Nachbarbüro, da knackt und rauscht es. Ne? Von Ihrem Apparat geht ein Störsignal aus. Kann aber nur ein kleiner Leitungsfehler sein. Nein, 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 bitte nicht. Bleiben Sie sitzen. 2 Sekunden. Ich muss nur ganz kurz runter an die Buchse. Inka Koslowski. Amt für Wohnungswesen in Münster. Machen Sie bitte die Tür auf. Was ist los? Inka Koslowski, Amt für Wohnungswesen in Münster. Ich habe Sie noch nie gesehen. Dafür sehen Sie mich jetzt und ab jetzt auch öfter. Ich verstehe nicht. Ich habe Anweisungen, das Gebäude wegen starker Sicherheitsbedenken räumen zu lassen, und zwar heute noch. Was? Aber Sie können doch nicht einfach, ich meine, das geht nicht. Wir haben Zusagen von Herrn Hasenberg. Die Zusagen von Herrn Hasenberg gelten ab sofort nicht mehr. Herr Hasenberg ist der Chef vom Wohnungsamt. Kommen Sie bitte in einer Stunde in mein Büro. Wo ist Ihr Büro? Im Amt für Wohnungswesen in Münster. Im Büro von Herrn Hasenberg. Erst der eine Draht, dann der andere Draht. Verdammt noch mal, was ist das denn? Stimmt was nicht? Ach, das will ich wohl meinen. Das ist ja ein Ding. Wieso? Was ist denn? Das muss ich melden. Das ist ja jetzt, wissen Sie, was das ist? Nee. Das ist eine Wanze. Wie? Was? Eine Wanze? Ja, das ist so ein Abhörgerät. Da hat wohl jemand die ganze Zeit ihre Gespräche abgehört. Aber wer denn? Keine Ahnung. Die Sache geht an die Polizei. Moment noch. Ja. Geht wieder. Ja. Tut mir leid. Wiedersehen. Und? Sieht gut aus. Er ist nervös. Die Nummer ist ausbaufähig. Ach, Herr Hasenberg. Unsere Verbindung wurde leider getrennt. Die Wanze, das waren Sie. War immer sehr nett, Ihnen zuzuhören. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ihr innovatives Wohnmodell, Ihr Sozialbetrug. Sie kassieren bei den Sozialleistungen mit. Und weil Ihnen das alles nicht reicht, bestellen Sie im Namen Ihrer hilfsbedürftigen Luxushandys. Jemand wie Gregorjev hat dann ein Kassounternehmen am Hals und versteht die Welt nicht mehr, aber damit ist jetzt Schluss. Wissen Sie, was Sie da sagen? Ja, weiß ich. Ich rufe jetzt die Polizei und die Staatsanwaltschaft. In welcher Reihenfolge? Sie haben keinen Beweis. Keinen. Doch. Ihre gesamten Telefonate. Ja, das Betrugsdezernat, bitte. Sie sind verrückt. Sie sind verrückt. Das ist völlig absurd. Ich werde heute Nachmittag sitzen Sie in Untersuchungshaft. Wilsberg, mein Name. Ja, Wilsberg. Alex, die Luft ist rein. Okay, ich bin gleich da. Hast du das Namensschild? Gut. Alex, beeil dich. Viel Glück. Hasenberg. Weg. Und wer sind Sie? Hasenbergs Nachfolgerin. Der Idiot wurde ausspioniert. Dieser Privatdetektiv weiß jetzt alles.
Wie jetzt alles? Den ganzen Mietbetrug, die Sache mit den Smartphones? Ich verstehe nicht ganz. Ich vernichte jetzt alle belastenden Unterlagen und du kümmerst dich bitte um die Handys und zwar sofort. Die müssen weg. Welche Handys? Rolf hier. Dieser verdammte Wilsberg, der hat mich geblufft. Er hat mein Telefon abgehört. Ich bin aufgeflogen. Schaff die verdammten Handys beiseite. Sofort. Also, die Osterkorn-Handys. Ja. Die Handys. Kümmere mich drum. Sofort. Es geht nicht so schnell. Ich brauche erst ein neues Versteck und einen Wagen. Dann bemühe dich. Ja. Den lieben langen Tag. Nur was ausprobieren. Also ich habe langsam das Gefühl, dass sie immer seltsamer werden. Verbrechenswahrscheinlichkeit 80%. Da fahren Sie jetzt sofort hin, Overbeck. Nicht das, was passiert und Sie sind wieder schuld. Gleich fertig. Los, dann holen wir jetzt den Rest. Los, komm, mach, ja, ja, ja. Ja, komm. Die haben ja richtig Stress. Ich kann es nicht länger mit ansehen. Verdammt, Smartphones. Ich habe gleich gesagt, die bringen nur Ärger. Beruhig dich mal, ja? Kann ich helfen? Wilsberg. Hallo, Zlatan. Du verfluchte Schlampe. Man tut, was man kann. Hallo, Herr Hasenberg. Ihr verdammten kleinen Betrüger. Als Kind hatten wir den Spruch, wer sagt, der ist es auch. Sehr witzig. Zlatan, los, bring die Leute in den Keller. Warum haben Sie Lena verschossen? Ja, das ist scheiße. Wollt ihr mehr Anteile haben? Zu Osterkorn? War das Sonja Fenlo? Fenlo? Du bist ein dummes Huhn, das war nichts eine Ahnung hat. Los. Die war einfach hoffnungslos in Lena verliebt. Los! Jetzt sind eure scheiß Hände hoch! Haben wir doch. Ab! Polizei! Waffe runter, Hände hoch! Die Waffe runter, sofort! Ah ja, ist ja gut. Sie sind vorläufig festgenommen. Rüber ans Regal. Umdrehen. Hände auf den Rücken. Macht er richtig gut. Tja, irgendwas kann jeder. Man kann den beiden alles Mögliche vorwerfen. Von der Urkundenfälschung bis hin zur Unterschlagung, Steuerhinterziehung, Untreue, aber kein Mord. Nicht? Nein, Zlatans Waffe war eine Schreckschusspistole. Und in der Tatnacht hat er sich in seiner Stammkneipe besoffen. 20 Zeugen. Hasenberg hat in der Versammlung seines Vereins 50 Zeugen. Und im Fall Osterkorn haben auch beide ein Alibi. Also wer bleibt da noch? Sonja Fenlo. Und Hassan Gregoriev. Talkötter. Hanna, was ist? Da drüben, der blaue Wagen. Moment. Ich kümmere mich drum. Können Sie mir sagen, was Sie von Frau Lehnhoff wollen? Ich will, dass sie gesteht. Was? Was? Den Mord an Matthias und an meinem Ex-Mann. Haben Sie dafür irgendwelche Beweise? Nein. Warum klingeln Sie dann dauernd bei ihr an der Tür, belästigen und bedrohen Sie? Ich habe niemand bedroht. Du Schlampe, du entkommst mir nicht. Ich mach dich fertig, du Miststück. Keine Bedrohung, ja? Wenn Sie nicht sofort verschwinden, rufe ich die Polizei.
Ich bin froh, dass du da bist. Ich habe oft Angst allein. Vor der Fendung? Hältst du es für möglich, dass sie deinen Mann ermordet hat? Denkbar. Ihr müsst auch in diese Richtung ermitteln. Die Frau ist krank. Ich fürchte mich vor ihr. Musst du nicht. Ich bin ja jetzt da. Anna, als wir damals zusammen waren. Ich hab dich immer geliebt, Ecki. Willst du noch bleiben? Ja. Gib mir einen Moment. Und komm danach. Messer. Edelstahl. Kriminalrat Scharf sagt auch, dass es Hassan heißt. Overbeck, Sie haben Scharf mit Ihrer Software den Kopf verdreht. Verdreht? Das ist es. Die Buchstaben sind verdreht. Osterkorn hat sie noch nicht festgeklebt. Das N ist in Wirklichkeit ein Z. Und die beiden Zs sind zwei Ns. Was steht da jetzt? Hanna Zahl. Osterkorn hat Hanna Lehnhoff erpresst. Weil er gesehen hat, dass sie ihren Mann erschossen hat. Jetzt los. Ich lasse mich von seinem kleinen Verlierer erpressen. Ich war schon im Auto, als dieser Anruf kam. Auf dem Handy von Matthias. Es war die Fendo. Sie merkte nicht mal, dass ich dran war. Sag ihr, dass du dich scheiden lässt. Sag ihr, dass du sie verlässt. In dem Moment spürte ich einen solchen Hass. Ich holte seine Pistole aus dem Handschuhfach. Und hast ihn erschossen? Er hat es verdient. Anna, das sind zwei Morde. Nicht schlecht. Für sein Alter?
Und, habe ich es nicht gesagt? Habe ich es nicht von Anfang an gesagt, Oberbeck? Ja, haben Sie. Ja, eben. Ach, Georg, du kommst mit mir. Winsberg! Wir waren nie Freunde. Aber wir kennen uns seit fast 20 Jahren. Ja. Da sollte man sich schon verabschieden, wenn man geht. Ah. Ich habe heute Morgen gekündigt. Mich will ja eh keiner hier. Wohin gehen Sie denn? Bielefeld. Die suchen jemanden für eine ganz neue Abteilung. Prädiktive Ermittlung 4.0. Womöglich eine gute Chance. Ist das nicht ein bisschen überstürzt? Vielleicht sollen Sie noch mal in Ruhe... Zu spät. Die E-Mail wurde schon verschickt. Machen Sie es gut, Wilsberg. Mann, Georg. Du hast vergessen, das Protokoll zu unterschreiben. Was blinkt denn da dauernd? Da blinkt nichts. Doch, da blinkt was. Was machen Sie denn da? Liebe Kollegen, bitte mal zuhören. Seit heute Morgen 6 Uhr ist unser gesamtes internes Netz lahmgelegt. Unser Server hat einen Totalausfall. Das heißt, jedweder E-Mail-Verkehr wurde nicht vollzogen. Vermutlich steckt die russische Hacker-Szene dahinter. Staatsanwaltschaft ermittelt bereits. Das heißt doch, dass es gar keine Kündigung gegeben hat. Bielefeld muss warten. Oberbeck, das Programm wurde vollständig gelöscht, Herr Kriminalrat. Ganz nach Ihren Wünschen. Gut. Ach, übrigens, Frau Springer, die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Kollegen Oberbeck, die wurde eingestellt. Ich lasse Alex schön grüßen, Georg. Na? Haben wir klasse hingekriegt, ne? Hey, Christo. Ich hab noch was von dir. Kein Nashorn? Nee, hier nicht. Aber im Zoo. Warst du schon mal im Zoo? Hast du Lust? Echte Nashörner gucken?